Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video. Weil ich möchte euch mal so ein bisschen was erzählen, was hier momentan los ist und wieso es so lange kein Video mehr kam. Beziehungsweise, das Ganze hat sogar einen Grund, zumindest für die letzten 3 Monate bin ich, sagen wir mal, entschuldigt. Ich meine, ich hatte davor ja schon das Problem, dass ich nicht so wirklich regelmäßig Videos rausgehauen habe, was einmal an der Zeit lag und einmal daran, dass ich halt lieber gestreamt habe in der Zeit. Ich möchte tatsächlich in Zukunft hier wieder ein paar Videos bringen. Wie das Ganze aussehen wird, weiß ich noch nicht genau, aber ich wollte euch mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und vor allem ist halt etwas passiert vor 3 Monaten. Die Leute, die auf unserem Discord sind, wissen es und die Leute, die mir auf Twitch folgen, halt auch schon. Aber ich dachte so, der Vollständigkeit halber und wirklich alle von euch zu erreichen, dass ihr Bescheid wisst, was da vorgefallen ist, dachte ich mir, mache ich auch so ein kleines Update-Video hier auf YouTube. Und zwar ist vor 3 Monaten, am 11.10.2020, da war nicht nur Corona los, sondern leider auch ist meine Wohnung abgebrannt. Ja, ist er halt leider wirklich. Und zwar in der Nacht hat sich mein Wasserkocher in Flammen aufgesetzt. Scheinbar ein technischer Fehler bzw. ein Kabelbrand war die Ursache, wurde später festgestellt von der Polizei. Ich suche euch mal ein paar Bilder raus, damit ihr so ein paar kleinen Eindruck bekommt, wie es zum Beispiel das Bad ausgesehen hat oder wie die Küche ausgesehen hat. Nicht so ideal, sagen wir mal so, ne? So sollte eine Wohnung nicht aussehen. Traurig war auch, dass hier sind zum Beispiel auch neue Häschenohren, wie die alten halt jetzt ausgesehen haben. Nur weil sie da gehangen haben. Naja. Im Großen und Ganzen kann ich tatsächlich von Glück reden, weil ich nur eine leichte Rauchvergiftung bekommen habe, weil ich tatsächlich von dem Feuer wach geworden bin. Ich habe das Knistern der Flammen gehört, bin aufgewacht und habe dann Gott sei Dank Hilfe rufen können. Feuerwehr ist gekommen, ich bin ins Krankenhaus gekommen. So, das Ganze war vor 3 Monaten. Dann bin ich zu meiner Schwester gezogen. Bis Mitte Dezember habe ich dann dort gewohnt, weil das Ganze erstmal mit der Versicherung geklärt werden musste. Weil meine komplette Wohnung total Schaden war. Es musste alles weg. Es gibt nur so ein paar Kleinigkeiten, die ich tatsächlich aus der Wohnung noch rausgeholt habe. Und zwar ist das einmal Papierkram. Den habe ich aber komplett kopiert und die Originale weggeschmissen, weil das Ganze vergessen. Der ganze Wohnung war voller Rauch, voller Ruß und die ist alles danach gestunken bis zum geht nicht mehr. Naja, Papierkram kannst du schlecht in die Waschmaschine stopfen. Das würde dann auch kaputt gehen. Also alles einmal durchkopiert, beziehungsweise eingescannt und die Originale weg. Das Häschen Fluffy lebt tatsächlich noch. Das erholt sich noch hier an der Seite tatsächlich bei meinen Ankuscheltieren, auf einem kleinen Schrank. Hockt das und genießt jetzt seine Pension. Der kleine Fluffy war wie 4, 5 bei der Waschmaschine. Dann war der Rauch auch Gott sei Dank raus. Das Evoli lebt noch und mein kleines Kuscheltier, mein Püppchen lebt noch. Und ansonsten habe ich halt so gut wie nichts mehr gehabt. Kein PC, kein Handy, nicht mehr meine Papiere, also nicht mehr mein Portemonnaie hatte ich die ersten Wochen. Und konnte sie und dementsprechend auch nicht mal mein Konto oder sonstiges. Weil ja die Wohnung erstmal gesperrt war wegen Ermittlungen. Das war nicht so toll. Vor allem wohnt meine Schwester halt nicht in Bremen wie ich. Dementsprechend musste ich auch immer einen längeren Weg zur Arbeit auf mich nehmen. Aber das ist Gott sei Dank alles vorüber. Denn seit Mitte Dezember wohne ich jetzt in dieser Wohnung, die wunderschön ist. Ich habe euch mal so ein paar kleine Bilder gemacht von der Küche und von dem Bereich hier, wo mein Esstisch steht. Da seht ihr den auch. Und natürlich hier von meinem PC und meinem Schlafbereich. Es ist halt eine kleine Einzimmerwohnung. Für mich reicht die komplett aus. Und ich bin hier halt wirklich sehr, sehr glücklich. Wie gesagt, seit Mitte Dezember wohne ich jetzt hier. Es ist 1,5 Monate her, dass ich hier eingezogen bin. Und ich streame auch wieder seit letzter Woche Montag auf Twitch. Ja, weil ich seit da auch wieder einen PC habe. Denn ich hatte jetzt echt 3 Monate lang keinen Computer. Das ist gerade für jemanden wie mich, der hier im Internet halt praktisch gelebt hat, echt schwer gewesen. War aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt im Nachhinein, weil ich so einiges mehr zu schätzen weiß. Auch, dass ich halt noch da bin und habe wesentlich, aber in der ganzen Zeit halt viel mit meiner Schwester gemacht, weil ich da ja auch gewohnt habe, aber halt auch meine ganzen anderen Geschwister halt zwischendurch mal besucht, gesehen und einfach mal so ein bisschen das Leben mehr wertgeschätzt, könnte man schon fast sagen, ne? Dieses Video habe ich jetzt tatsächlich aber jetzt erst aufgenommen. Ich hatte jetzt noch 1,5 Wochen hier Besuch von meinem Freund und es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, so in die Kamera zu labern und so ein Video aufzunehmen. Also bei Stream hatte ich damit kein Problem, dass er praktisch neben mir gesessen hat und zugehört hat. Aber so beim Video, weiß ich nicht, das ist irgendwie was anderes für mich persönlich. Eigentlich total bescheuert, weil ihr hört mir jetzt ja auch zu. Vielleicht,
auch nicht. Vielleicht hat sie für euch aber keine Aufrufe und ich erzähle jetzt gerade einfach nur Gott, aber dann ist es auch raus. Dann kann mir keiner im Nachhinein sagen, ich habe euch nicht mitgeteilt, was hier los ist. Aber das war der Grund, warum in den letzten 3 Monaten halt nichts kam, weil es einfach nicht ging. Ne? Ich überlege momentan auch, was ich jetzt hier wieder auf YouTube bringen will, weil auf Twitch spiele ich ja immer noch Horrorspiele, Dead by Daylight. Momentan spielen wir die ganzen The Walking Dead-Teile durch. Die ersten 3 haben wir schon, beziehungsweise die ersten 2, die Michonne-Erweiterung haben wir schon gespielt. In New Frontier spielen wir heute wahrscheinlich. Ja. Und da überlege ich halt momentan, was ich hier auf YouTube bringen möchte. Dementsprechend frage ich einfach mal euch, was möchtet ihr hier gerne auf YouTube von mir sehen? Soll ich zum Beispiel Stream-Highlights mal schneiden? Der Bad Daylight-Runden, die wir im Stream gespielt haben, haben wir einfach auf YouTube als Folge rausgebracht. Oder wollt ihr zum Beispiel mal wieder Minecraft sehen? Einfach mal eure Meinung in die Kommentare, da würde ich mich mega drüber freuen. Und dann kann ich mir vielleicht auch ein besseres Bild machen, was ich hier in Zukunft machen möchte. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein, nur so ein kleines Update-Video. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht komplett gelangweilt, kann ja auch sein. Und ihr denkt euch nur, warum nimmt sie so ein Video auf? Macht euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Ihr hört auf jeden Fall wieder was von mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und kommt doch auch auf unseren Discord oder zu meinem Twitch-Kanal, falls ihr da noch gar nicht seid. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.